Und jetzt zeigt er mir mal seinen Po, also den Po. Eine Barbe, vollgenommen. Ich wusste es, sie haben mich erkannt. Herr Janosch, du kannst weitergehen. Alter. Irgendwo da. Sehr geil. Okay, es geht wieder los. Aller Herrgotts Frühe. Ja, war doch gut. Habe ich doch gestern einen Zander gefangen. Und eine Barbe. Ein fulminanter Auftakt. Weiter geht's. Zander-Massaker Teil 2. Yo, hast du wieder einen? Yes. Oh. Ja, ich muss sagen, Zanderangeln kannst du. Hey, schönes Ding, Mann. Alles klar. Super. Achso, es war jetzt noch nicht ganz so angeln like a boss bis jetzt, wie man mich kennt normalerweise, aber kommt. Ja. Es kommt alles. Krass. Ich spüre es. Wir werden es haben. Ja, Mann, jetzt tun wir eine Einnacker. Was für eine Sprache spricht der denn? Nee, da werden wir noch schöne, werden wir sicher auch noch einen Wels fahren. Wir können ja nicht nach Italien fahren, ohne einen Wels zu fahren. Und noch einen großen Zander. Sonst fahren wir nicht nach Hause. So, jedes Mal, wenn wir hier ins Camp kommen, stehen da unten die Raubfische. Jetzt haben wir zwei Hechte entdeckt, die da unterm Boot stehen. Besser gesagt, der Mitarbeiter hat sie entdeckt. Den seht ihr jetzt. Janosch, hast du ein Stahlvorfach dran? Natürlich. Du musst richtig ans Boot. Die waren mitten unterm Boot drunter. Kraut. Ach, Janosch. Ja, also wirklich unglaublich. Normalerweise müsste man hier den ganzen Tag vom Ufer angeln, wenn hier schon Bass stehen und Hechte. Aber das ist doch uns viel zu bürgerlich. Das ist ja uns zu bürgerlich. Vom Ufer. Jetzt aber, komm. Hambre, kein Hunger. Aha. Also er sagt, mich haben sie jetzt eh schon gesehen. Kann man nicht so machen. Hat er mich schon entdeckt. Bringt gar nichts. Wieder der Deutsche wieder. Auffallen like a boss. Ihr seht mich, sagt er. Wir fahren nachher wieder raus. Muss ja mal losgehen langsam jetzt hier. Kann ja nicht so weitergehen mit dem Wenzel. Ganz schwach bis jetzt. Schwach abgeliefert. Aber gut, nicht so schlimm. Janosch, die haben dich entdeckt, glaube ich. Falscher Köder, falscher Angler. Er ist so witzig hier, der Kollege hier an dem Camp gibt uns hier ein paar Tipps. Er kennt sich richtig aus und ist der beste Typ. So lustig. Gibt nur ein Problem, ich habe Heuschnupfen. Pappelsaison. Das ist gar nicht so sehr like a boss, aber ist jetzt halt so und es nervt tierisch. Nichtsdestotrotz geht es bald wieder raus. Es wird schön. Jetzt noch ein bisschen Praxisübung vom Altmeister. Der Typ ist der Hammer, Leute. So eine Leute sind die Besten. Jetzt zeigt er uns erstmal hier, wo die Schwarzbarsche stehen. Branzino, da. Branzino, Leute, müsst ihr euch merken, hier Black heißt Bass. Black Bass. Branzino. Da gibt es einen Mula. Ja, da auch. Però, se ti vede... Ja, wenn sie uns sehen, hauen sie ab. Klar, recht haben sie. Gucken auch YouTube. Branzino. Er hat einen entdeckt, der cool, der guckt die ganze Zeit, ey. Aha, ja. Ah. Cino Ponte. Mit der unteren Brücke, oder was? Ja, für uns, wir dachten immer, Branzino wäre Wolfsbarsch, oder? Ja. Oh, da kommt. Ach nee. Alles da in Italien. Man überlege sich das mal. Rapfen, Zander, Hecht, Barsch, Branzino, Wels, Aale, Karpfen. Wir haben alles hier. Alles. Das ist wirklich unglaublich, was die Herren Fischarten haben. Barben, allen Scheiß gleichzeitig. Unglaublich. Italien. Es ist wirklich schwer. Alle sagen, letzte Woche hättet ihr hier sein sollten. Da ging es so tierisch ab. Wir hatten 100 Zander am Tag pro Boot. Nein, das sagt natürlich keiner, aber so ist es halt. Also wenn die Jungs hier, die hier schon seit Jahren hinfahren, nicht angeln, weil nichts bei ist, dann fahren wir auch nicht raus. Aber einen Tag haben wir noch. So schnell geben wir nicht auf hier. Wir sind ja hier bei Angeln like a Boss. Wenn es auch in dem Falle etwas anders ist, weil ich bin so auf Allergie, Heuschnupfen, nervt tierisch, ey. Ja, nee, wird schon. Heute Abend geht's los. Der Milan wieder. Yes! Yes! Boah, was ein schöner, ey. Jawohl! Ey, Milan, richtig geiler Fisch, Mann.
Yes, ey, was für ein fetter Fisch, ey. Boah, richtige Bombe. Alter. Ey. Mega, sag mal Kontrolle hier. Mach mal schön ein Foto von mir mit dem Handy, du Arsch. Ey, richtig schöner Fisch und vor allen Dingen mitten im Angelcamp gefangen, meine. Der Oberhammer. Hey, mega Fisch. Was ein fetter Bass. Leute, 47er Schwarzbarsch. Ja, aus Italien. Wie geil. Boah, war das ein dicker. Guck mal, da ist er wieder. Ist er das? Ja. Da ist er wieder. Na komm, den holen wir jetzt nochmal. Hier ist er. Das gibt's ja nicht. Beleidigt. Scheiß drauf. Alles nur einmal im Jahr. Alter, das ist mal wieder wirklich. Heute mal wieder ankern. Like a bottom. Habe ich gut gemacht, oder? Unglaublich. Also es ist, manchmal passieren ja immer, was heißt manchmal, oft passieren ja beim Angeln Sachen, die sind echt verrückt. Also jetzt hat der Janusz mit diesem Köder, man gucke sich die Form an, hat gefangen seinen großen Bruder, diesen Köder. Also praktisch das gleiche Modell, nur ein bisschen größer und eine andere Farbe. Dann würde ich sagen, entschneidert, Janusz. Geil. Der ist doch noch gut, Mensch. Der ist doch noch gut, den kann man doch noch nehmen. Auf jeden Fall hat derjenige wirklich Amtliches vor, weil die Schnur ist ja mal richtig schön. Der hat hier so ein. Das ist ein riesen FG, oder was? Ja. Scheiße. Wie geht da los? Hat gepasst, wieder am Stift. Was ist denn das bitte? Ein quergehakter amerikanischer Welt. Das glaube ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, wie gut ich wieder bin. Nein, das gibt's doch nicht. So, Leute. Was ist das? Wer es errät, kriegt ein Eis. Das gibt's doch wohl nicht. War irgendwas? Nein. Aber gut, das Positive, eine Fischart mehr. Unglaublich. Okay, aber diesmal hat es nämlich dick gemacht. Ah, da ist er. Herrlich. Mein zweiter italienischer Zander meines Lebens. Geil. Yeah. Geil. Ich bin wieder zufrieden. Herrlich, Leute. Like a boss. Okay. Ein neuer Tag in Italien. Heute geht's richtig ab. Gestern war pizzi, klein. Heute Abriss. Wie immer. Like a boss halt. Ich hoffe auch. Es ist auf jeden Fall anspruchsvoll zurzeit, die Angelei. Heute Nacht mit dem Wobbler im flachen Wasser. Haben wir noch einen Tag heute, beziehungsweise ist ja schon mittags und dann haben wir morgen noch ein bisschen, dann geht's wieder in die Heimat. Dann ist auch dieses Abenteuer Geschichte. Bis dann, ciao. Danke euch auch. Janusz wieder. Das gibt's nicht. Hey, siehste, da ist er wieder. Ich muss sagen, Zander angeln kannst du. Klein aber da. Super. Dann können wir ja nach Hause fahren. Wenigstens einmal zeigen, dass du hier das Speedlimit einhältst. Einmal normal durchfahren. Leute, immer dran denken, in solchen Kanalabschnitten 5 km/h Maximum, um Sog und Wellenschlag zu vermeiden. Machen wir auch immer. Zum Glück bin ich ja nur Beifahrer. Hey, was ein Brett, Junge. Hey, was? Ein Brett. Ey, ich dachte wirklich irgendwie Kraut oder so. Nein, und der hängt ganz außen. Ey, der hängt. Den verliere ich. Nee. Ey, der hängt völlig am Arsch. Was ein fetter Zander. Ich glaub's nicht. Alter, das gibt's nicht. Ja! Yeah. Ja! Geil, Mann. Was ein fetter Zander. Man gucke sich an, wie der hängt. Ne? Also gut, der hängt, aber. Nicht besonders. Ey. Leute, Mann, was für ein riesen Zander. Oh ja, ey. Ja, der ist schon groß. Ich bin überwältigt. Alter, was für ein Zander. Passt du auf die Kamera raus? Ja. Ist doch zu groß, oder? Ja, ist doch schon. Alter, was machen wir denn damit? Die müssen wir doch tot machen. Leute, was für ein fetter Zander. Kurz messen, egal, scheiß drauf. Ne? Alles klar, Leute. Ey, mega Zander, Mann. Schnell zurück damit. Ein Mordsbrett, ey. Bam. Ich bin begeistert. Ich dachte, es wäre wirklich Dreck. Erzähl dir das, das Dreck, Mann. Hier ist nichts. Hier hinten irgendwo.
Like a Boss. Ey, ich bin begeistert, Leute. Ab nach Hause. Wir können gehen. Yes! Yes! So, diesmal wurde ich nicht erkannt. Kommt eigentlich selten vor. Normalerweise rasten die Italiener immer aus, wenn sie mich sehen. Aber das war so eine geile Aktion. Ich dachte, ich habe einen Schuh dran oder einen Ast. Und sag noch, naja, für Kraut ist es ein bisschen schwer. Und im Hinterkopf dachte ich noch so, man hört ja immer so Geschichten. Ich hatte sowas noch nie. Und naja, mega geil. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt wird ein bisschen geschleppt. Bürgerlich. Was nehmen wir da? Nehmen wir die Blinker, Jörg. Hauen wir die Blinker, Jörg rein, Mann. Scheiße. Ist zwar nicht so die Schleppe, aber klar, Mann. Für alles gut. Das haben wir hier. Mega. Das wird cool. Okay, Leute, Blinker Jörg im Schlepptau. Klappe die erste. Let's go. Herrlich, herrlich, herrlich. Unser Kurztrip geht vorbei. Ich bin heiß wie eine Seezunge in der Pfanne. Sehr geil. Wir gehen heute angeln. Yes.